Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Donnerstag. Heute will ich mich mit dir einem Thema widmen, zu dem ich immer wieder Fragen bekomme. Also zu dem Thema stellt ihr einfach regelmäßig in den Kommentaren wieder Fragen. Und dieses Thema bekomme ich auch auf Coachings immer wieder von euch zu hören, nämlich das Aussehen. Wie wichtig ist das Aussehen? Ich erinnere mich an ein paar Fragen, wo ihr mich gefragt habt, hey, guck mal zum Beispiel, ich habe sehr viele Pickel momentan noch. Wie ist das? Kann ich trotzdem Frauen ansprechen? Oder hey, momentan ist das und das mit meinem Aussehen. Ich bin noch ein bisschen dicker. Wie ist das? Kann ich trotzdem noch Frauen ansprechen? Und dazu will ich dir sagen, natürlich hat das Aussehen einen Faktor. Also ich will dir gar nicht erzählen, dass das Aussehen egal ist und dass du, egal wie du aussiehst, jede Frau bekommen kannst. Das ist natürlich Blödsinn. Weil das allererste, was die Frau sieht, wenn du sie ansprichst oder wenn ihr in Kontakt kommt, das ist natürlich dein Aussehen. Genauso wie du zuerst siehst, wie sie aussieht, sieht sie am Anfang, wie du aussiehst. Also ist das schon mal ein Faktor. Denn es kann ja sein, dass du sie an jemanden erinnerst, an einen Ex-Freund oder an einen Ex-Freund, mit dem sie nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Und das kann natürlich von vornherein schon mal eine negative oder positive Einstellung dir gegenüber auslösen. Darüber hinaus ist mein Rat an dich, mach das Beste aus dir, was möglich ist, was dein Aussehen betrifft. Also geh ein bisschen ins Fitnesscenter, guck, dass du so ein bisschen einfach einen gesunden Körper bekommst, vielleicht ein bisschen einen muskulösen Körper bekommst. Schau, dass du gepflegt aussiehst, dass du dich rasierst, dass du guckst, wie du kleidungstechnisch das Beste aus dir rausholen kannst. Dass du, vielleicht holst du dir einen Style-Coach, das gibt es ja auch viel. Oder wenn du bei mir auf dem Coaching bist, kannst du mich auch gerne ansprechen. Ich bin nicht der größte Experte, was das angeht, aber so ein paar Basic-Sachen kann ich mit dir auf jeden Fall hinbekommen. Und mach einfach das Beste aus dir und darüber hinaus sollte Aussehen egal sein. Ich glaube, für viele Männer ist Aussehen auch so ein bisschen dann die Ausrede von wegen, oh, ich sehe ja nicht so gut aus, deswegen kann ich jetzt keine Frauen ansprechen. Das ist einfach eine tolle Ausrede, um nichts machen zu müssen. Ja, lass es nicht für dich eine Ausrede werden. Vielleicht siehst du nicht so gut aus. Ja, das macht aber gar nichts. Ich kenne Leute, ich kenne persönlich Männer. Ja, ich denke gerade an einen speziellen Mann, der ist ein super cooler Typ. Ja, aber er ist so ein bisschen dickerer Chinese so. Weißt du, der sieht einfach nicht gut aus. Das ist einfach kein hübscher Mann so. Aber der hat echt viel Erfolg mit Frauen, weißt du. Der hat es mit Frauen wirklich drauf. Der ist locker, der ist entspannt. Den interessiert es eben nicht, wie er aussieht. Und dadurch ist er super entspannt. Und der hat wunderschöne Frauen in seinem Leben. Also ich habe ihn letztens erst wieder getroffen und er hatte so zwei Frauen dabei, die er gerade erst kennengelernt hatte. So hübsche Frauen. Und die stehen auf ihn, weißt du. Und das liegt einfach daran, dass er nicht sagt, oh mein Gott, ich sehe blöd aus und sich dadurch seine Laune zerstören lässt. Sondern das liegt einfach daran, dass er in Ordnung ist damit, wie er aussieht, dass es für ihn kein Faktor ist und deswegen ist er auch so erfolgreich. Denn was die Frauen anzieht bzw. abstößt, ist eben, wie entspannt bist du mit dir selbst, wie cool und in Ordnung bist du mit dir selbst. Und wenn du jetzt nicht so gut aussiehst, aber du bist vollkommen in Ordnung und cool damit, so wie mein Kumpel, von dem ich dir gerade erzählt habe, dann wirst du trotzdem anziehend auf die Frau wirken. Absolut. Wenn du sozusagen in eine Opfermentalität, in eine Opferrolle kommst, weil du nicht so gut aussiehst, dann ist das enorm upturn für die Frau, aber nicht wegen deinem Aussehen, sondern weil du so eine schlechte Einstellung dazu hast. Das Aussehen ist nicht der Punkt, es geht vielmehr darum, was für eine Einstellung hast du, wie gehst du damit um. Und wenn du damit entspannt umgehst, dann ist das gar kein Problem und wenn du es immer wieder als Ausrede benutzt oder denkst, oh nein Gott, deswegen hat es nicht funktioniert, das Aussehen war wieder schuld, wegen dem Aussehen kann ich es nicht machen. Wenn du immer wieder das denkst, dann wird das Aussehen auch deinen Erfolg mit Frauen ruinieren. Das heißt, mach das Beste aus dir und darüber hinaus halt die Klappe, mecker nicht über dein Aussehen, akzeptiere es so, wie es ist und mach das Beste draus, sprich trotzdem Frauen an. Schön, dass du wieder da warst. Unten in der Ecke kannst du am Quiz teilnehmen. Dort erfährst du, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Und am Ende des Quizzes, ganz wichtig, zeige ich dir, wie du noch anziehender auf Frauen wirken kannst in der Zukunft. Oben in der Ecke geht es zum letzten Video auf dem Kanal und unten kannst du den Kanal abonnieren. Ganz wichtig, damit du eben keine Videos mehr verpasst, denn die Infos, die du hier auf dem Kanal bekommst, die bekommst du nicht in meinem Newsletter und auch nicht im Podcast, falls du diese Sachen gucken solltest. Deswegen abonniere den Channel, um die neuesten Sachen nicht zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Donnerstag. Hoffe, du gehst heute noch ein bisschen raus und lernst fremde Frauen kennen. Wir sehen uns am Samstag wieder. Toll, dass du mal wieder dabei warst. Bis Samstag. Ciao.